finde, das habe ich sehr schön beschrieben. Kannst du vielleicht den Film schon da oben einsetzen? Wo war der nochmal ganz genau? Zweite Etage? Einer oben? Also einer oben, glaube ich. Kann ich hier eigentlich irgendwas machen? Vielleicht kannst du das Metallding an? Nee. Hier kann ich ja. Ganz ehrlich, ich würde ihn einfach umbringen, den Schlüssel klauen und da durchgehen. So easy geht das. Ist ja irgendwas. Nein, natürlich nicht. Stiefel. Hier, zieh mal die Stiefel an, kannst du besser rennen. Wobei, die läuft auf jeden Fall ordentlich. Ich bin sehr, sehr überfragt. Vielleicht hat sich was... Vielleicht sollten wir erstmal den Film legen. Hier reinlegen. Vielleicht verändert sich... Vielleicht öffnet sich deine Truhe oder so. Ich weiß, weil jetzt gerade geschrieben wird, dass wir jetzt sofort nach unten gehen können, weißt du? Was? Dass wir jetzt sofort in den Keller gehen könnten. Keller. Einfach zu gucken, ob sich was verändert hat. So, jetzt im Anschluss noch Layers of 4 durchspielen. Solange er weg ist und dann ist alles gut. Solange er weg ist, was soll das dann heißen? Ja, natürlich. Boah, ich werde dich so hassen, das wird gleich so kalt werden. Wo war jetzt, ganz kurz, wo war noch mal der Film? Ja, ist okay. Jetzt weißt du, was ist okay. Hey, nein! Was machst du da? Was? Ja, alles gut. Dankeschön. Ich höre nichts mehr. Oh mein Gott. Du bist blöd, weißt du das? Weißt du, mich irgendwas los? Was ist das? Hab ich das rausgezogen? Ja, du hast rausgezogen. Oh, sorry. Jo, sorry. Oh mein Gott. Would you like me to enjoy your stupid game? Ich höre halt nichts, ne? Who's that? Oh mein Gott. Oh mein... Okay. Das geht aber. Man muss nur wissen, wie. Cheesy. Kein Ding. Aber die hat sich genauso erschrocken wie ich. Ich hab damit du hast auch gesehen. Oder? Ich weiß, ich hab nicht damit gerechnet. So, jetzt halt die Klappe hier, Kollege, und ich gehe einfach weg von hier. Ja, ist okay. Heul nicht rum. Boah, ist kalt. Oh, die Waldfee, mein... Oh, ne, jetzt kommen wir hier rein. Oh mein Gott. Oh, wir haben eine Taschenlampe. Stimmt ja. Ja. Geh mal so gechillt, ist kein Problem. Hallo, Karnickel. Nacker kann gerade nicht dienen. Der werte Herr ist jetzt gerade draußen auf dem Balkon ein Rauchen. Aber ich werde ihm gleich ausrichten, dass du da bist. Achso, du meinst natürlich nicht. Wobei, ich könnte ja auch der wunderschöne Markus sein. Ich habe mich verwandelt. In eine Frau. Ihr beide, der Hammer. Ja, absolut, hallo. Super eingespieltes Team und so. Oh, wir haben eine Taschenlampe. Steffke hat das Tutorial nicht gelesen. Ich hab's gelesen. Doch, da hat Markus ja noch gesagt, Taschenlampe auf Leertaste, auf Space, genauso komisch wie für mich. Naja, Ähnlichkeiten bestehen zumindest bei den Augenringen. Oh, mies. Mies, mein Freund. Hallo, ich bin eine Horrorfigur. Ich spiele es die ganze Zeit so. Okay, das ist total weird. Hör auf, das ist alles gar nicht passiert. Nein. Mein Gott, wisst ihr, was mich am meisten nervt? Dass ich hier so rumpimmel mit ihr. Ja, geh noch gemütlich, ja? Weißt du schon, was zu Hide or Die sollte ja heute launchen? Nee, das wurde das auf dem 2. November und auf dem 3. November. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, zurück nach hinten verlegt. Weil die möchten, dass alle gleichzeitig den Key bekommen. Und deswegen dauert das jetzt noch ein bisschen. So, warum bin ich jetzt nochmal hier? Oh Leute, wo war nochmal der Film? In seinem Büro war der Film. Wo war denn sein Büro nochmal? Oh.
Warte mal, kann ich hier was machen? Nope. Das Büro war von ihm, glaube ich, da die goldene Tür, oder? Wenn du eine Horrorfigur bist, ist Nackert dann S. Wer weiß. Gut möglich. Fragen über Fragen. Du kannst doch gar nicht Horror sein. Okay, ich gehe schon unter den Tisch. Bin traurig. Boah, wie gerne würde ich jetzt einfach losrennen. Süße. Ja, geht mal gemach. Wir haben ja Zeit. So, hier muss der Film sein, ne? Machen wir mal schön zu. Wir hören ja sowieso nicht, wenn er kommt. Ne, ich dachte, er wäre jetzt hier. Den Film können wir ja schon mal einfügen. Ich hoffe einfach, dass dann irgendwas passiert. Das hört sich so stark nach an, als wäre der hier, ne? Übel. So. Okay, ich dachte schon, das geht jetzt nicht. Achso, das war das Papier. Gut, jetzt haben wir den Film drin. Aber die Batterie fehlt uns noch. Wenn ich nur eine Batterie finden könnte, tja. Oh, wobei es gerade tut es ein bisschen gut, dass hier kalte Luft reinkommt. Ich sag, das halt gut. Das halt gut. Luft tat sehr gut. Ja, glaube ich dir. Aber du lässt es dafür deinen Stream hier alleine. Das ist ich lasse meinen Stream nicht allein. Ich habe eine würdige Vertreterin. Ah. Hast dich nochmal gerettet. So, sind wir weitergekommen? Nein, der Film ist drin und ist nichts passiert. So, wofür brauchen wir diesen scheiß Metallkackgedöns? Dieses scheiß Kackgedöns. Naka macht was falsch und dann soll Stefka das machen und zack. Oh! Ist das verschlossen. Du platzierst einen Gegenstand. Ah, okay. Und zack, dann kommt der Spruch von Naka zurück, altes Ehepaar. Altes Ehepaar. Sieht man dich überhaupt in der Kamera? Man sieht dich nicht, wenn du so sitzt. Nicht? Nein, ich glaube nicht. Ist gar nicht schlimm, ich wollte eigentlich nur Cookie essen. Ist ich ja, habe Hunger. Ich hab auch Hunger. Die Suppe hat nicht gesättigt. Da waren voll viele Nudeln drin. Ich habe extra für dich Nudeln gemacht. Ganz viele. Ich werde eigentlich satt von der Suppe, aber wir haben auch morgens nicht viel gegessen. Ich muss mir überlegen. Was haben wir morgens gegessen? Zwei Toast. Hm. Guck mal noch mehr oben. Die Tür auf. Ja, der ist, glaube ich, nicht hier. Moment, dann laufen wir wieder weg. Ohne Witz, ich glaube, wir hätten schon viel weiter sein müssen in der Schule. Ja, absolut. Das nervt gerade so. Das. Wo? Notar, Patron, Unternehmer und sogar Entomologe mit einem grünen Daumen. Toll, das bringt uns jetzt aber auch nicht weiter. Interessiert mich auch ein Scheißdreck. Mach doch mal seine Schublade auf, bitte. Fuck, ich bin gerannt. Nee, das ist nur ein Zettel, den haben wir ja schon. Den haben wir gelesen, ne? Den haben wir gelesen. So, können wir jetzt endlich herausfinden, sagen, wofür wir die Metallkacke hier brauchen? Verratet uns mal bitte, wofür wir das Metallkabel brauchen. Bitte, das wäre mir ganz lieb. Weil also, es wird gerade wirklich anstrengend. Wir irgendwie. Haben das ja überall reingesetzt. Wir haben es überall versucht. Hier. Und wir haben uns wirklich jede Tür dreimal angeschaut. Wir sind durch das ganze Haus schon 10-mal gelaufen. Es gibt kein... Ah, Kanickel ist da. Hallo, Kanickel. Achso, ja, Entschuldigung, der ist da. Kanickel. Keller? Im Keller ist Metallkabel. Jetzt sag mir nicht, wir müssen mit dem Metallkabel dieses Dingulli aufziehen, weil wir haben die Option nicht gehabt, wir haben es versucht. Wir haben es ja versucht. Get to the basement, use the cable on the grate.
auf dem Gitter. Das haben wir versucht. Aber wir haben das ja probiert. Das ging nicht. Das ist das Erste, was wir vorhin versucht haben. Das ging nicht. Wir haben ja gar keine Interaktion gehabt. Richtig. Da war gar kein Symbol oder so. Und dann sind wir ja nochmal in den Keller gegangen. Oder richtig. Du bist nochmal in den Keller gegangen und hast es probiert. Ey, wenn wir jetzt einen Bug haben, ne? Der uns jetzt irgendwie eine Stunde, anderthalb gekostet hat. Willkommen in Way Out. Egal, wir haben uns hier ein bisschen was angeschaut. Oh fuck, wir sind ja noch oben. Wir kennen das Haus dadurch jetzt besser. Oh. Ich glaube, ich werde mich hier irgendwann verwischen, vermalen. Ist ja nicht schlimm, ne? Burgerstullen? 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 Worum geht es denn bei dem Spiel? Also, wir sind anscheinend eine Reporterin, glaube ich. Wir sind, glaube ich, eine Reporterin. Ich glaube, der ist ganz unten. Ach ja. Aber die holen sich alle so leckeres Essen. Ich habe, wie gesagt, Pitzmann auch drin. Ich weiß, aber ich glaube auch nicht, dass wir bis 0 Uhr streamen können. Warum nicht? Ich muss um 6 Uhr aufstehen. Ja, easy. Wenn wir noch was essen wollen. Easy. Ich weck dich. Reporterin und die will herausfinden, was mit der Schwester passiert. Ich weiß, aber warum haben wir Musik? So, das Gitter hier. Wir haben aber keine Interaktion. Das haben wir gemacht. Funktioniert nicht. Mach mal eine Schublade auf. Eine Schublade? Ja, da ist eine Schublade. Warum? Ich dachte, vielleicht können wir das jetzt irgendwie verbinden, das Kabel mit der Schublade oder so. Aha. Bei euch kein Feiertag? Doch, wir haben heute Feiertag. Das Problem in Sachsen. Bei hier vielleicht? Nee, das haben wir auch probiert, ne? Versucht. What? Das haben wir doch versucht. Wait, what? Da weiß ich noch, da hast du es versucht und dann bist du nach oben gegangen und dann... Okay. Meine lieben Freunde. Das wird laut. Jetzt muss ich nach oben. Oh, Jesus. Also das ist wirklich nervig. Also tut mir leid, wenn ich das sage, aber... Das ist irgendwie blöd gemacht. Ich glaube, vielleicht sind wir auch jetzt gerade nur so genervt, weil... Weil wir so lange gebraucht haben für alles. So, wo war denn das jetzt? War es ganz oben? Ich glaube, es war ganz oben, oder? Eine vor ganz oben. Das Ausrufezeichen war wo? In eine vor ganz oben. Echt? Ja, in dem Raum, wo die Schwester ist. Oder der das Lesnings nichts versorgt. Ihr müsst erstmal den Film einsetzen, damit das geht. Nicht. Sowas hasse ich. Das ist scheiße. Sowas hasse ich wirklich. Weil du weißt, du hast das schon. Och, oh, ist das dein fucking Ernst, Mann, Junge? Ja, der hat uns verloren. Doch, der hat uns verloren, weil der Ton kam. Hier oben? Und dann rechts oder links? Ja, und dann rechts. Also, rechts. Da ist ein Schrank. Das ist scheiße gemacht. Das ist... Wozu? Warum muss ich... Warum muss ich einen Film reinlegen? Come on! Damit das This is not funny! Who's playing around in my house? Das ist auch eine dumme Frage. Who's playing around? Yeah. That's not funny. Geht leider scheiße programmiert. Ja, ist wirklich so. Ja. Bis gleich, Nadja. Du aufpassen. Irgendwas ziehst du gerade nach unten hier. Oh, mein Kabel hängt über da. Ah, okay. Bin immer noch beeindruckt, wie sie mit Rock und den Heels wegrennen kann. Ist so, oder, Deko? Haben wir uns auch schon vorhin gefragt. Ist ja mega krass. Kann ich raus? Kann raus. So ein Dreckscheiß, wirklich. Weil ich habe das ja wirklich versucht. Ja, ist richtig. Ja? Ja. Weil ich habe es ja wirklich versucht gehabt. Wo denn? Ach so, der andere Weg. Aber ich glaube, dadurch geht's auch weiter. Dadurch kommst du auch da rein. Nee, da ist doch... Meine ich? Meine ich? Nee. Ah, nee, dann geh zurück rechts rum. Hm.
Ich würde gerne rennen. Hm. Das ist sehr, sehr blöd. So ein bisschen altbacken. There's nothing left to eat. It's all moldy. Aber ich weiß, dass du uns magst und dass du uns sehr attraktiv findest, aber ich finde dich jetzt nicht so geil. Wen kannst du dich mit deinem nackten Arsch gerne verpiesacken? Was ein bisschen blöd ist, man hat halt immer mehr, was man für die Mission an Untermissionen machen muss und dadurch hat man das Gefühl, dass man nicht vorankommt, glaube ich. Ja, das ist auch das, was ich meine. Das ist sehr linear, sehr strikt. Du kannst nicht selber entscheiden, was du machst, weißt du? Ich meine, hallo, du musst erst einen Film anlegen, damit du das Dingens ziehen kannst. Wie bescheuert ist das denn? Ich habe jetzt nicht so das Problem mit Linearität. Bist du sicher, dass es hier war? Ja, nee, da. Ah, da. Ja. Als leuchtet das, als blinkt das auch. Das hat nicht geblinkt. Nee. Jetzt können wir es machen. Ich sehe was kaputt, pass auf. Alles klar. Ich habe ja rausgefunden, wir haben eine Taschenlampe, ne? Finde und aktiviere den Stromgenerator. Die Frage ist, müssen wir wirklich den Strom aktivieren? Der steht jetzt als Aufgabe. Ja, okay. Ne, wenn das Spiel schon so sagt... Ja, okay, und das ist sehr linear. Ja. Ich dachte nämlich jetzt, wir laufen einfach mit Taschenlampe rum, weil er sieht uns ja auch dann weniger. Könnte sein. Sieht man uns eigentlich noch hell genug oder müssen wir irgendwie um zum Licht Gedanken machen? Stimmt, weil es dunkler geworden ist. Genau. Ja, wir müssen Strom anmachen, okay. Also unten Strom. Ja, ja. Er hat mich jetzt gewundert, wenn nicht, weil ganz ehrlich, wir müssen einen Film einschalten, damit wir unten das aufmachen können. Ich habe kein Problem mit Linearität, wenn es wirklich in einer Linie geht. Das ist nur in Ordnung. Aber wenn du erst etwas betätigen kannst, bevor du was anderes nicht gemacht hast, das ist doof. Ja. Das ist zu krass. Jetzt müsste doch hier das Licht angehen, oder nicht? Naja, du bist gerade ziemlich creepy, Naka. Stefkas Schönheit leuchtet euch beide. Ist geschrieben. Das ist recht, Stasi. Oh. Das ist doch verrückt. Das war mir auf dem rechten Ohr. Das ist da irgendwo. Du bist richtig. Der dürfte uns jetzt auch nicht sehen. Ich würde mir schon mal da die Couch merken, weil ich denke mal, der weiß ja auch, wo der gerade Generator ist. Und jetzt das ist finden ein sie creepy. Eine Sicherung für den Sicherungskasten. Boah, ne, hör auf, Okay. Ich konnte mich leider nicht da verstecken. Das geht im Keller, sollte nun offen sein. I need to take my pills. Ja. Tut mir leid, dass es jetzt so lange gedauert hat, ne? Aber es war so dumm gemacht. Ja. Und dreht er sich nicht sofort wieder um? Egal. Ist mir doch nicht egal. Ja, okay. Ja, okay. Bleibe nur, damit ich bei Sefta auch Mod werde. Ich habe schon ein paar Mods. Also, für den Fuffi wirst du bei ihr auch Mod. Dafür sorge ich dann. So günstig? Nein, ich finde 100er. 100er? Ein Scherz. Der pimmelt doch jetzt nicht mal hin und her, oder? Ich hoffe nicht. Oh, fuck. I knew it. Gut, was soll ich machen, ne? You think I'm enjoying yours? Oh! Ich ja, okay, aber. Wollte mich bücken. Ich wollte mal probieren, ob es funktioniert. Können wir uns im Keller verstecken? Dann können wir sofort runter. Ja, ja. Verpiss dich, du Arschwurm. Sehe ich jetzt erst, dass er so eine Schürze anhat? Der hat nur seine Schürze an. Der hat nur so eine Schürze und sein Knackarsch. Okay, raus und da ist ein Bett. Ja, warte. Hallo? Geh doch! Ich drück dann aber auch alles, ne? Noch eine Runde? Really Panic Looping, OP. Ich glaube, wir müssen weiter wegrennen, sonst werden wir nicht los. Oder noch eine Runde?
Ja, und dann das Bett. Renn weiter, renn weiter, renn weiter. Bett oder Schrank? Pass, pass, pass. You are not allowed. Jesus! Doch, ich darf hier stehen. Liegen. Sitzen. Wie kann man so blöd sein und nicht wissen, dass wir hier unten sind? Holla, die Waldfee. So. Denk am Blatt lassen. Stefka, wir sind doch unbezahlbar. Ja, absolut. Ich will euch auch gar nicht weghaben. Ich bin sehr froh, dass ich euch habe. Warum ist die Tür jetzt dazu gegangen? Gehört die Autobahnsteuer erzählt? Was? Wirst du hier ganz müde? Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist ein bisschen anstrengend. Wird noch spannender. Mit anstrengend auch manchmal ein bisschen nervig. Ich hoffe, dass sich das gleich ein bisschen lockert. Ja. Oh, Sesam, öffne dich. So, jetzt haben wir das. Und das brauchen wir jetzt für die Uhr. Das heißt, wir müssen jetzt wieder nach oben. Pendeluhrenschlüssel, ja. Genau. Okay. Und dann haben wir die Batterien. Dann können wir den Film gucken. Okay. Warum seid ihr so gemein, Stefka? Der alte sensible Mann will doch auch noch spielen. Ja, aber er möchte ja... Wobei, du möchtest an seinem Popo riechen, ne? Ich wollte an seinem Popo riechen. Mhm. Dann weiß ich nicht, warum wir das machen. Aber wenn ich ihm zu nahe komme, der hat, glaube ich, was dagegen. Ich glaube, der hat sich nicht ganz gewaschen. Ja, wir sind unangenehm, der Schicht. Dann. Mein Gott, kannst du dich auf den. Was? Really? Wo war die Uhr in der zweiten? Ich will die ganze mit Leertaste aufmachen. Ah, okay. Ich will die ganze. Oh mein Gott! Das war das Verhältnis passieren. Nee. Ich will die ganze mit Leertaste aufmachen. So, wo war die Uhr? Zweiter oder. Erster Stock oder zweiter Stock? Rechts rum, glaub. Oder da in dem Stock. Nee, die war oben, die war nicht unten. Die war auf jeden Fall oben. Auf jeden Fall rechts rum, aber. Komm, gib Gas. Doch, du hältst jetzt aus. Dr. Reed, are you doing so? Der uns hier nicht sieht. Who's there? Bis jetzt haben wir auch noch keine Entscheidung getroffen oder so, ne? Nee. Gut, wir haben halt jetzt mega lange das Haus durchsucht, weil das so dumm umgesetzt ist. Hm. Hätte ich nicht gedacht in heutigen Spielen, in früheren Nein, Spielen. Nein, ja, gar nicht. Aber heutzutage ist das viel offener. Dass du zuerst ein Dokument. Alter, das ist sowas Dummes. Also damals gab es oft dieses Problem, aber. Ja, aber jetzt, mittlerweile eigentlich nicht mehr. Die Spiele sind so offen. Ja, wirklich. Das ist so, deswegen mag ich so lineare Spiele nicht. Ist er weg? Ich denke ja. So, die Uhr war? Hier rechts ist der Büro. Da ist der Büro. Da ist sie nicht. Oder war die ganz oben? Ne, da, warte mal. Da ist doch das Zimmer von der Frau. Da ist die Uhr ja auch nicht. Da ist das Zimmer von der Frau. Da ist sie nicht. Da ist wo sie war nicht. Die denn? Ja, nicht da, wo du hingehst. Aber was war denn da in der Nähe, wo die Uhr war? Schatz, du bist falsch. Ja, okay, aber was war denn da in der Nähe? Boah, entweder ein runter oder ein hoch. Ich gehe jetzt einfach, wenn er uns kriegt, dann ich laufe nach oben. Ja, ist mir egal. Okay. Nee, komm, also das ist jetzt langsam. Aber der Kronleuchter war. Also doch nach unten? Oh, der blockt mich! Oh mein Gott! Jesus, verpiss dich doch, ja. Warum passiert mir das immer? So, jetzt doch nach unten? Ja. Rechts? Ja. Ja. Die Etage muss es sein. Ja, da ist die Uhr. I'll make you swallow your own. Jesus. This house is not open to the public. Oh, das war's. I really
Der hat die Tür aufgemacht und ist dann nicht gegangen. Ja, mein Game. Die Messer vom Vater der 13. So, hier ist die Uhr, ne? Ja. Fuck. Ist aber gerade nicht so gut, dass da die Uhr ist. Ich geh mal mich heilen und speichern. Ja. Nur nicht, dass der jetzt da ist, da nicht die Tür nicht, dass er da rauskommt. Die ist abgeschlossen. Die Tür links ist abgeschlossen. Okay, der vielleicht einen Generalschlüssel in seiner Schürze. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Oh, wir bluten richtig. Ja klar, du hast zwar da Hitze kassiert, ne? Ja, das stimmt. Ich find's auch cool, dass sie so ein bisschen dann so... Ja, das ist cool. Das ist auf jeden Fall cool. Ich glaube, ich werde jetzt gerade ein bisschen unvorsichtig, weil ich einfach gerne hier vorankommen möchte. Ich weiß, was du meinst. Ich komme hier nicht raus. Ah, doch. Scheiße, wie falsch, ne? Du bist immer wieder ganz rum. Oh, hier kann ich mich nicht verstecken. Schon wieder diese Ecke hier. Ich glaube, dann hole ich einfach gleich die Batterie. Ich weiß es nicht, Stasi. Ich weiß es nicht. Es gibt ja Leute, die verstecken in einem anderen Fernsehen so einiges. Könnte sein. Ne? Drogenhändler und so, ne? Die stopfen sich auch gerne das Päckchen mal an angenehme Orte. Stimmt. Wo lungert der jetzt wieder rum? Keine Ahnung. Ich bin so emotional mitgenommen, dass ich noch Kugel essen muss. Ich bin emotional sehr, sehr aufgewühlt. Kannst du mal da hingehen, bitte? Hm? Kommt der jetzt gar nicht? Mm-mm. Doch. Frustessen macht dick. Willst du irgendwas dazu sagen? Der kommt gar nicht. Mm-mm. Ich hab doch Lärm gemacht. Boah, dieses Spiel. Ich hab doch Lärm gemacht. Wir haben kein Messer, ne? Stimmt. Ich guck mal kurz nach dem Messerchen. Mal gechillt, das hier zumachen. Lara, yes. Glaub mir, ich kann... Dieser Junge kann fressen wie so ein Monster. Der isst und der wird einfach nicht fett, wo ich mir denke, so... Was ich werde nicht fett. Ich kann essen, was ich will. Kannst du vergessen. Ist unnormal. Wirklich unnormal, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich kann Süßigkeiten essen, Patrick, so viel ich will. Ich kann. Ich werde nicht dick. Nö, nö. Ist das Messer? Mhm. Ja. So. Wir brauchen uns gar nicht bücken. Wir machen einfach nur so mit der Hand und zack haben wir das Messer in der Hand. Nein, er macht sich damit keine Freunde. Das sehe ich genauso. Warum zum Teufel ist er jetzt nach oben gegangen? Ich raff es nicht. Ja, beim besten Willen, ne? Ich raff es einfach nicht. So benutzen, ja, bitte. Hm. Nehmen wir ein bisschen Bing, Bing. Hm. Okay. Nehmen die scheiß Batterie. Nicht nett. Wir sprechen uns in ein paar Jahren nochmal. Machen wir sicher. Wo ist der Kollege? Keine Ahnung. Klar, wenn man älter ist, dann verändert sich ja auch der Stoffwechsel, ne? Ja, okay. Das stimmt schon. Aber momentan bin ich noch gut dabei. Das ist unnormal, was der Junge isst. Hier. Wo du denkst, du brauchst dir nur so einen Keks angucken und hast dann schon, weiß ich nicht. Ja.
Ja, das hat er jetzt nicht gehört, ne? Das war denn jetzt Schnumpe. So, ich muss nach oben. Warte mal, was haben wir jetzt? Ja, Film gucken. Film gucken. Der Film war oben. Allen hoch, ne? Ja. Jetzt ist er hier oben. Und die hat echt Schuhe an, die Frau. Vor allem, ich glaube, die hat keinen Knöchel. Nee, hat sie nicht. Dafür hat die aber Kraft. Das hat die Gute. So, wo war denn der Mist? Rechts, ne? Wer hat geschrieben? Sollen die raus sein? Nee, die Keys sollten ja heute für Hide or Die sollten die Keys heute rauskommen. Aber die, da haben wir doch das gelesen, dass die heute nicht rauskommen. Stimmt. Für Hide or Die, ne? Für Hide or Die. Genau. Genau. Die sollten heute rauskommen, aber die sind heute noch nicht rausgekommen. Was haben wir im Discord gelesen? Die haben noch nicht alle Keys. Ja, das habe ich denen schon gesagt. Entschuldigung, stimmt. Okay. Da wurde auch vorhin im Chat gefragt, deswegen. Genau, die wollen alle Keys gleichzeitig rausbringen. Mhm. Welche Keys? Wir haben Kickstarter-Projekt unterstützt und kriegen dadurch jetzt Keys schon für die Beta, für Hide or Die. So, meine lieben Freunde, Holla die Waldfee hat ja nur Jahrzehnte gedauert, bis es funktioniert hat. Gott, ich will einfach diesen Film schauen, ne? So, sind wir bereit? Ja. Kannst du mir was zu trinken geben? Die guck ich grimmig. Und so hell. Mesmerism session with drug injection. Patient is Richard Felton. Mr. Felton, I remind you that you were sedated with a dose of phenoxyl and submitted to the constant swing of the metronome. Can you hear me? Yes. Breathe deeply. Keep your eyes on the metronome. I can't follow. Stay calm. Keep control of yourself. We are here for you, Mr. Felton. What day were you born? February 16th. Can you tell me which day today is, or your wife's name? Ariana. We're in March, I think. I don't remember. I can't remember. That's normal. It's part of the mesmerism process. Stay focused. Keep your eyes on the metronome. You are now in oblivion. What is the first thought that comes to you? Celeste. On the swing. Happy. Celeste, can you see her? Keep visual contact. I see her back. She's still swinging. She can't hear me. Why doesn't she hear Mr. me? Mr. Felton, keep calm. What you see is not material. It's a reflection That's of your subconscious. My entire fault. I knew this would happen. That she would escape. We were supposed to protect her so that they wouldn't find Who her. Who are they? But I never thought she'd come back. I found her. Do you mean Celeste came back after she disappeared? She wasn't my little girl. No, she wasn't Celeste. She was Jennifer. Mr. Felton, who are you talking about? Who's Jennifer? When my father came back in 1930, it was like he was dead. No physical wounds, just broken. Inside, he'd changed. I have never liked or loved him very much, but the man that came back from Ethiopia was far from being the man that once left us. He came back to himself pretty quickly, but not how I wanted. Mr. Felton, were you abused by your father? Oh, no, never. He was a good man. Very strict, yes. A monster, but not that kind of monster. He never touched me. I was a disappointment to him. A wimp. You've never touched my daughter.
Do you think your daughter's disappearance is related to your relationship with your father? She should have never been born. My father, he hurt me to prevent me from her.